Landeshauptmann Markus Wallner. Die Vorarlberger Gemeinden und auch die Vorarlberger Politik hat es lang gefordert. Ein Tag im Amt wurde es auch gleich umgesetzt vom neuen Interimsinnenminister. Die 1,50 € Verordnung ist wieder gefallen. Was sagen Sie dazu? Ja, das zeigt, wenn ein Vorarlberger ans Werk geht, dann kommt die Vernunft ins Spiel, dann wird mit Hausverstand entschieden und auch Fragen der Menschlichkeit werden mit hineinbezogen in die Beurteilung. Ich finde das sehr gut. Ich hatte in der Frage eine besonders harte Auseinandersetzung mit dem damaligen Innenminister Kickl, der unbedingt eine Reduzierung auf 1,50 € wollte. Ich habe das nie verstanden, weil wir in Vorarlberg gesagt haben, wir haben ein gut funktionierendes System. Es wird gemeinnützige Arbeit gemacht, aber wir wollen hier auch die Menschlichkeit nicht vergessen. In Vorarlberg wird nie mehr als 5 Euro bezahlt, manchmal auch darunter. Und es gibt eine Grenze von 110 Euro insgesamt. Diesen Protest aus unserem Bundesland, da haben sich 7 weitere Bundesländer angeschlossen. Es war eigentlich klar, dass man diese Verordnung so nicht machen kann. Der Innenminister hat besonders provokant, anders kann ich das nicht bezeichnen, einige Stunden bevor er sein Büro verlassen hat, noch 8 Bundesländer provoziert, auch die Gemeinden dahinter, und die Verordnung noch hinausgelassen. Jetzt der Übergangsminister Ekkehard Raths aus Vorarlberg, den ich gut kenne, mit dem habe ich gestern telefoniert, ihn gebeten, das noch einmal zu überprüfen und zurückzuziehen. Er hat sehr prompt und sehr schnell reagiert, wie man es von einem Landsmann erwarten kann. Respekt, dass er hier gleich entschieden hat, das zeigt auch Höchstgrad an Haltung. Und ich glaube, in Summe werden das alle auch sehr begrüßen. Das ist eine Vernunftentscheidung. Wir haben bei uns ein gut funktionierendes System und es gibt ja überhaupt keinen Grund, das zu ändern. Und mit 5 Euro ist man bei Gott auf einer richtigen Linie und es ist immer so, dass man in diesen Fragen auch menschlich sein sollte. Sie sagen es gerade selber, es ist ein Landsmann nun im Innenministerium. Sie haben gestern mit ihm telefoniert. Ist dadurch nicht auch der Draht Vorarlbergs nach Wien etwas besser geworden? Ja, es kann auf jeden Fall nicht schaden. Ich kenne ihn schon sehr lange. Er ist natürlich ein Top-Jurist. Er kennt sich in den Angelegenheiten gut aus. Er ist unabhängig. Er weiß, wo er herkommt. Er kennt auch unsere Haltung dazu. Er weiß, wie wir argumentieren. Jedenfalls in diesem Fall hat es genützt. Man soll es nie übertreiben. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich gut, wenn man auch mit jemandem sehr direkt reden kann. Er hat sich auch bei mir gemeldet und in manchen Fragen auch ein bisschen Rat eingeholt. Und ich habe ihm dort auch sehr schnell dazu gesagt, diese Frage 1,50 € für jemanden, der gemeinnützige Arbeit leistet, ist etwas, was du schnell ändern solltest. Ich kann dir nur raten, diese Verordnung gleich wieder abzuändern. Das liegt in der Kompetenz des Ministers. Und ich war eigentlich sehr angetan, dass er das eher innerhalb von Stunden und nicht von Tagen geregelt hat. Das zeigt schon von Haltung und auch von schnellem Reagieren. Natürlich hilft es, wenn man dann einen direkten Draht hat. Sie sagen gerade, die Verordnung war nicht das einzige Thema. Was sind noch Themen, die Sie mit dem Innenminister zu besprechen hatten? Also gut, wir haben überhaupt die Lage ein bisschen angeschaut, aber ich glaube, er ist jetzt Übergangsminister. Es geht darum, hier in erster Linie gewisse Stabilität und Sicherheit hineinzubringen. Er ist ein Experte. Ich glaube, er muss sich auch jetzt einen guten Überblick verschaffen. Es ging eher so um die Frage, was muss auch sehr schnell entschieden werden, was für die Bundesländer wichtig ist. Ich glaube, in Summe gesehen sind die Verhältnisse ja in Ordnung und der Kontakt ins Innenministerium ist ja in Summe auch ein guter. Da geht es ja vor allem um die polizeilichen Angelegenheiten. Aber was uns wirklich gestört hat, ist, dass wenige Stunden vor dem Abgang des Herrn Kickl noch diese unzählige Verordnung auf den Tisch gelegt worden ist, die eigentlich niemand wollte. Unsere Gemeinden im Land haben sogar gesagt, sie werden das nicht umsetzen und sich weigern. Das ist ja sehr weit gegangen, weil es wirklich ein großes Kopfschütteln ausgelöst hat. Was soll es bringen, ein funktionierendes System von heute auf morgen so abzuändern, dass es nicht mehr funktioniert? Das war da von Anfang an eine provokant unmenschliche Aktion. Das wurde jetzt zurückgenommen. Wir haben auch andere Themen besprochen, die jetzt nicht unbedingt für die Öffentlichkeit geeignet sind. Aber was wichtig war, ist, dass diese Verordnung rasch zurückgezogen wird.